Wer ist dein Vorbild? Mein Vorbild ist Marie Juchatz, weil ich ganz wichtig finde, dass die Geschichte der Arbeiterbewegung auch eine Geschichte der Arbeiterinnen ist. Und Marie Juchatz war eine sehr, sehr engagierte Kämpferin für das Frauenwahlrecht, ein Anliegen der frühen sozialdemokratischen Bewegung. Und sie war auch die erste Frau, die im Deutschen Reichstag eine Rede gehalten hat. Aber sie war nicht nur engagierte Feministin, sondern die hat auch als Gründerin der AWO ein großes soziales Herz. Und das finde ich eine ganz wunderbare Kombination, politisch schlagkräftig und sozial engagiert.